Jungs, heute ist Mittwoch und deswegen dachte ich mir, nimmst du heute mal den Horrormontag auf. Für euch ist wahrscheinlich Donnerstag, also verdammt nochmal, wenn wir jetzt mal modern hier vom Content her, deswegen sehen wir uns nach dem Intro, meine lieben Freunde. Dick! Das ist eine Scheiße, oder? Ich bin übrigens immer noch krank, falls du uns nicht gesehen hast, ich bin jetzt eingepackt. Weißt du, wenn ich eine Badewanne hätte, würde ich halt drin liegen und 24-7 Toto hören. Dann gibt's Krieg. Das sag ich dir gleich. Dann, continue, Jungs. Verdammt nochmal. Wer sich jetzt natürlich fragt, warum spielt er denn jetzt nicht SCP? Ich habe die perfekte Ausrede. Weil mein Hals noch nicht komplett funktioniert, dachte ich mir, du hast hier den Labersimulator. Das heißt, ich halte jetzt die Schnauze und Mr. Hello Hello macht jetzt das Let's Play für mich. Hello, hello. Yeah, I told you wouldn't have any problems. Ich fick gejumpt. Warum sage ich immer Fotze, Arschloch und was weiß ich, wenn ich gejumpscared werde? Was soll ich denn bei Foxy machen? Oh na, oh, ich Idiot, stimmt! Das weiß ich sogar noch. Ich musste die da dauerhaft anleuchten, oder nicht? Bis sie weggeht. Und ich habe genau aufgehört und habe die Maske aufgesetzt. Weil Foxy halt schlau ist und sieht, dass ich kein Bär bin. Da funktioniert die Bärmaske nicht. Hier ist so ein Staubkorn. Hab's gefangen. Was für ein Pro. Aber ist egal. So, Jungs, schieben wir mal die Arme hier hoch, sodass es keinen Sinn mehr macht, dass ich einen Pulli anhabe. Aber ist völlig egal. Apropos Fliege. Das ist eine Mücke! Mückenalarm! Von Mückenalarm auf der Autobahn. Ich hab keine Ahnung. Da lag sie plötzlich. Guck mal! Was hat eigentlich Mücke? Wir gehen jetzt ab! Jungs! Ey Jungs, verdammt nochmal, könnt ihr mir das Spiel auch nochmal erklären? Also Nico, wenn Foxy kommt, dann kannst du dir in deine gottverdammten Unterhose kacken, denn da hinten steht sie und ist ein wenig behämmert und lässt sich natürlich mal wieder nicht in Ruhe, steht da mit ihrer Hand voll am Pumpen, Junge, damit er auch so große Bizeps wie der Nico bekommt. Ich habe erstaunlich große Bizeps, habt ihr das schon mal gesagt, für meine Armgröße? Ja, das verdoppelt ungefähr meine Armgröße. Wollt ihr das sehen? Das geht jetzt nicht, deswegen mache ich es. Okay, ich glaube, wir haben es gesaved und das war gerade halt auch echt ziemlich knapp. Haben wir wen im Lüftungsschacht? Oh mein Gott, haben wir wen im Lüftungsschacht? Hi, hi, nein. Alles klar. Jungs, uns geht's gut. Uns geht's gut. Ich klicke übrigens immer aus dem Fenster raus, weil das Spiel mal wieder hier eins von den Kreppi-Spielen ist. Okay, jetzt einfach mal ganz flott. Oh, hi. Ich mach mal den hier, ne? Da steht Mr. ich schmeiß die komische Geräusche in dein Ohr. Mr. Cut Night Joe, I was there a really long time ago. Oh, ich war immer fast wie Michael Jackson. Verdammt nochmal, Jungs. Kann nicht wahr sein. Gleich klingelt meine Nachbarin wieder. Nein, die hat letztens geklingelt und hat sich entschuldigt, dass sie so oft sich gemeldet hätte, dass ich zu laut bin. Heißt, wir haben uns vertragen. Ja, ich habe irgendwann mal musste ich eine Ansage machen, weil ich gesagt habe, ich fange jetzt hier nicht an zu flüstern, Jungs, das kann nicht sein. Und ja, jetzt ist Ruhe. Also, Jungs, einfach Ansagen machen, ne? Wenn der Lehrer kommt und sagt, Fabian, was mit deinen Hausaufgaben los? Dann sagst du, Junge, ich hatte keinen Bock und jetzt verpiss dich von meinem Tisch. Dann fliegst du wahrscheinlich aus dem Klassenraum raus, alles gut, aber Foxy ist da. Foxy Roxy. Hat eine Hantel, hat einen Schoxy, hätte ich sagen können. Hat einen Schoxy, weiß nicht, was ein Schoxy ist. Und der Boxy in mein Roxy. Was sammle ich hier eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Und davon zu viel. Würdest du bitte gehen?
Denn ich werde jetzt krepieren. Jo, ich werde krepieren. Ist egal. Ich drehe jetzt einfach. Junge, was wird das? Ein geiles, guter Song. Fehlt nur noch How much is the fish? Ja, genau. Das ist das Einzige, was Scooter singt. How much is the fish? Vielen Dank, das war das Konzert. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ich reiß euch das Geld aus der Tasche. Denn ich heiße Scooter und Scooter ist Scooter. Ich hab keine Ahnung, was ich rede, Junge. Dann fällt mir gerade einfach alles aus dem Mund raus. Von Rocco über... Nix, hi, Junge, die Schnauze. Hi. Du bist ein Arsch. Das ist genau, was du bist. Was interessiert mich denn alles hier drin? Hier geht schon wieder voll ab, Junge. Manly. Manly liegt da drin, ne? Keine Ahnung, wie der heißt. Kannst du dich einfach mal verpissen? Jungs, was geht denn ab mit dir? Was geht denn ab mit dir? Ich hab mir eine Hantel gekauft. Nico, willst du die mal sehen? Oh, Nico, ich hab so eine tolle Hantel. Du bist so ein gottverdammter Spast. Ist egal. Ich dreh jetzt. Ich dreh jetzt. Hü. Hallo. Junge, Nico ist voll gut. Auch wenn ich viel zu viel Strom verschwende. Ich glaube, ich mach zu viel. Kann das sein? Das kann sogar sehr gut sein. Ich mach nochmal hier, ich höre Schritte. Ist ja wieder Foxy mit ihrer Hantel? Oh, das ist so. Was? Was soll ich jetzt machen? Ist das hier richtig? Oh! Oh shit! Oh fuck! Oh! Oh hell no! Oh hell no! Ich werd geraped! Ich mach einfach den, gerade mal. Ich werd geraped werden. Ich werd da krass geraped werden. Na, Junge! Verdammt nochmal! Sabotier mich nicht! Sabotier mich nicht! Ich pack das, wenn du mich nicht sabotierst. Oh mein Gott, Junge! Du bist ein bisschen nah an der Kamera, ne? Oh, hi! Du bist schon wieder da. Hallo, ich hab ne Hantel. Nico, ich hab ne Hantel. Bist du jetzt weg? Nee, ach, du bist jetzt auch im Lüftungsschacht. Ja, das ist ja großartig. Fan-fucking-tastic. Ist mir egal. Wenn das Licht von Foxy ausgeht, ist im Normalfall wieder Ruhe. Ihr seid beide noch hier? Jawoll! Jungs, das ist ja wunderbar. Da freue ich mich richtig, dass ihr da seid. Ihr seid die Tollsten, wisst ihr das? Jungs, ihr seid die Tollsten. Ihr seid die Allerbesten. Ich liebe euch. Was würde ich nur ohne euch machen? Hi. Geht's dir gut? Mir geht's wunderbar. Bin nur ein bisschen erkältet und werde jetzt geraped. Ey, verpiss schon mit deiner Hantel. Was ist los mit dir? Nico, ich stemme jetzt 10 Kilo. Toll. Ist dir klar, wie sehr mir das am Arsch vorbeigeht? Ich habe noch einen Stand Batterie. Jungs, wenn ich die Maske abnehme, wird er mich ficken. Wenn ihr Problem habt, dann fick ich euch. Ich habe die Maske nicht abgenommen. Ich bin nämlich nicht blöde. Hat aber auch nicht funktioniert. Oh, Nico ist smart. Puh, toll. Wunderbar. Wie ist der fette Bär eigentlich angekommen? Stand er im Lüftungsschacht und hat dann einfach... Wozu gibt's überhaupt Licht? Ich dachte, die gucken da so raus. Der macht einfach... Weiß ich, guck weg. Sprintet der dahin, steht dann vor mir. Wenn's dir nicht passt, bleib da, wo der Pfeffer wächst oder rutsch mir den Buckel runter. Weißt du was? Eine Runde probieren wir noch, ja? Ich bin krank, hab keinen Bock auf die Scheiße hier und will eigentlich nur ins Bett. Und War Thunder updated im Hintergrund, weil ich denk mir... Nico, eigentlich, ne? Es liegt eigentlich daran... Ich habe gerade tatsächlich, wollte mich ein bisschen motivieren. Und wie motiviert man sich natürlich als YouTuber? Mit Toto Africa. Natürlich. Und das habe ich gesucht und habe vorher den altdeutschen Song Prinz Eugen, der edle Ritter in meinem Editierordner gefunden. Warum auch immer der da liegt. Ja, auf jeden Fall wollte er dem Kaiser viel drum kriegen, Stadt und Festung Belgrad. Und dann dachte ich mir... Nico, irgendwie hast du jetzt ein wenig Bock auf War Thunder. Und dann macht er es an und kriegt die 15 GB Update-Schelle ins Gesicht. Kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Hast du hier eine Hantel? Toll, toll. Junge, das ist ja wunderbar. Toll, wunderbar. Oh, 10 Kilo, das ist ja, wow. Oh, oh, das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Ich werde jetzt sterben. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. Im Moment ist noch keiner hier, oder? Nee, im Moment ist noch keiner hier. Ich werde jetzt gejumpscared. Buh. Oder nicht? Okay, wir machen jetzt mal Strom sparen. Das ist mir jetzt auch mal ein bisschen ruhig. Erzähle jetzt so ein bisschen von... Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Prinz Eugen, der edle Ritter. Nämlich, Prinz Eugen, der edle Ritter, wollte dem Kaiser Widrum kriegen. Hi. Stadt und Festung Belgrad. Und er ließ schlagen, einrucken, dass man... Grund hinüberrucken mit Armee wohl vor die Hantel, verpiss dich! Ehrlich schlagen, einen Brucken, dass er seine Hantel konnt. Nie mehr verrucken. Ich hab keine Ahnung, was ich hier singe. Hi! Sie will mir eine Torte bringen. Nur wenn du nicht aufhörst, ne? Nenn ich die Rotze hier gleich Prinz Eugen, weiß ich nicht. Five Nights at Freddy's 2 Prinz Eugen Edition. Jetzt mal aufhören. Ich wollte hier gerade aufdrehen. Du kickst mich hier raus. Jetzt werde ich gejumpscared. Du. Oder nicht? Let's eat. Verpiss dich. Mit dir will ich nichts essen. Die macht halt nichts. Die kommen gleich wieder an, wenn ich in dem Ding ins bin. Jetzt kommt sie, jetzt kommt sie. Oh Gott, jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Jetzt werde ich gefickt. Jetzt werde ich gefickt. Hi. Dann ist ja alles gut hier.